starten wir. Willkommen und hallo, 12 Uhr, wie angekündigt. Naja, ist eine Minute nach 12, aber ich habe vorher den Stream schon angemacht. Spaceball Startopia. Die Beta-Version seit heute verfügbar für mich. Und ich kann dann schon mal zeigen, es gibt schon 3 Tutorial-Missionen, eine Kampagne von 2 Missionen und ein, naja, es heißt eigentlich Gefecht-Modus. Ich denke mal aber, die Übersetzung bedeutet eigentlich Skirmish-Mode. Was da als Gefecht übersetzt wurde und nicht als Sandbox-Mode, was er wahrscheinlich eigentlich sein wird. Wir starten übrigens mit Tutorials, obwohl wir gestern die alte Version gespielt haben noch im Stream. Und gucken, ob sich irgendwas großartig verändert hat zum damaligen Startopia. Wir haben jetzt den direkten Vergleich. Gestern 3 Stunden das alte gespielt. Heute, ja, mal sehen, ob 3 Stunden drin sind, das neue. Die Beta soll sich übrigens bis zum Release Ende des Jahres immer weiter, ja, ausbauen. Und dann werden wir nämlich immer wieder mal reinschauen, was es denn Neues gibt. Und es ist schon auf Deutsch. Was auch schon irgendwie ganz cool ist. Wer es nicht kennt, übrigens Startopia. Einführungslehrgang Grundlagen von Startopia Command R. Ehe Sie von RFS auf die bekannten Galaxien losgelassen werden können, sind wir verpflichtet, Ihnen diese Einführung anzubieten. Dies hat vor allem versicherungstechnische Gründe. Aber keine Sorge, wir halten das so kurz wie möglich. In diesem Szenario werden Ihnen die Grundlagen der Steuerung Ihres Startopia-Basissimulators näher gebracht. Richtig. Da ist uns die KI, die uns unterstützt, war damals ein Kerl, der gesprochen hat und der sich gar nicht so mechanisch angehört hat. Ist aber hier eigentlich okay. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie aus Portal, die KI, die man so mag. Initiiere Begrüßungsprotokoll. Willkommen beim Einführungslehrgang Grundlagen von Startopia Command R. Mit Ihrem Startopia-Basissimulator können Sie problemlos die Steuerung einer Station übernehmen und dank der virtuellen Kamera haben Sie jederzeit die ganze Basis im Blick. Später wird es Ihre Aufgabe sein, eine Startopia-Basis aufzubauen und in einen für Aliens vergnüglichen Ort zu verwandeln. Ja. Die wichtigste Grundlage dafür sind Ihre Arbeitsdroiden, auch Fuzzies genannt. Diese errichten und reparieren für Sie Räume und Objekte, sammeln Müll ein und Commander, Sie können auch mehrere Objekte gleichzeitig aufnehmen. Probieren Sie es einfach mal aus. Um ein Objekt aus dem Materiespeicher abzusetzen, mein Gott, sie redet mich schon zu voll. Im Materiespeicher und nutzen Sie Ihr Eingabegerät, um es an der Stelle abzusetzen, die Ihr virtueller Marker anvisiert. Ausgezeichnet, Commander. Sie haben nun gelernt, wie man den Materiespeicher benutzt. Sie könnten damit schon fast einen Fuzzy ersetzen. Kann man auch. Aber erste Neuerung, was man direkt sieht: Fuzzys können eingeteilt werden. Zu Putz-Fuzzys, Bau-Fuzzys oder Crate-Fuzzys. Benannt nach der angetriebenen Fuzzy-Logik, ihre fleißigen Arbeitsroboter, hält sich selbst für äußerst gebildet. Steht aber rum, wenn sie nichts zu tun haben. Und eine Neuerung. Crates, sie werden wohl irgendwas kreieren. Wahrscheinlich werden Fuzzys in Produktionsanlagen verwendet. Das werden wir dann sehen. Falls das schon integriert ist. Auf jeden Fall haben sie drei Einstellungen. Wir haben auch schon mal direkt von Anfang an ein paar Bewohner, das gab es früher nicht. Und wer gedacht hat, die freie Kamera ist weg vom ersten Teil. Haben Sie Probleme, die Crate zu lokalisieren? Nein, ich habe kein Problem. Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Genuss alkoholischer Getränke bei RFS erst nach 14 Uhr Standardzeit erlaubt ist. Bitte öffnen Sie nun die Detailansicht der Crate. Gute Arbeit, Commander. Ihr Startopia-Basissimulator erlaubt es Ihnen, eine Detailansicht zu allen möglichen Dingen zu bekommen, egal ob Räume, Aliens, Pflanzen oder Crates. Nutzen Sie nun bitte den entsprechenden Knopf in der Detailansicht, um die Crate auszupacken und den Inhalt zu platzieren. Commander, Sie können nun die Fuzzy-Ladestation platzieren. Platzieren Sie das Hologramm an der von Ihnen designierten Stelle und bestätigen Sie den Bauauftrag für Ihre Fuzzys. Um Ihnen gute Arbeit, Commander. Ihre Fuzzys werden sich nun auf den Weg machen, die Fuzzy-Ladestation zu errichten. Richtig. Hier können wir bei den Räumen übrigens noch sehen, dass die gesperrt sind, dass wir die nicht bauen können. So, was kann man währenddessen sagen, während die Fuzzys die Station aufbauen? Kameraführung. So, freie Kamera ist immer noch unter STRG, dass man sich frei drehen kann. Mittlere Maustaste haben sie geändert, dass das jetzt links und rechts nur geht. Die Aufteilung der Station ist nicht mehr so umständlich, weil du kannst genau sehen, Level 1, Level 2, Level 3. Die Station wurde errichtet, Commander. Ich bin natürlich sicher, dass Sie über dieses Basiswissen verfügen, aber nur zur Sicherheit wollte ich Sie darauf aufmerksam machen, mein Gott, Energie die universelle Währung aller bekannten Galaxien ist.
Auch RFS-Mitarbeiter werden mit Energie bezahlt, allerdings wird ihnen der während der Arbeitszeit verbrauchte Nährschleim in Rechnung gestellt. Der Energiekern ihrer Startopia-Basis kann eine begrenzte Menge an Energie speichern. Wird ein Raum errichtet, blockiert dieser einen Teil ihrer Energiemenge, die sogenannte Aktivierungsenergie. Deaktivieren Sie einen Raum, um dessen Aktivierungsenergie freizugeben. Sie haben übrigens immer noch Infotexte. Wie früher, das habe ich das erste nachgeguckt. Wie schon eingangs erwähnt, ist es Ihre Aufgabe, ankommende Alien-Besucher bei Laune zu halten. Eine Fazeladestation ist dafür ungeeignet, nur wenige Aliens können einem starken Stromstoß etwas abgewinnen. Öffnen Sie bitte das Baumenü Ihres Basissimulators. Ah, da unten ist die Anheuern-Taste. Weil wir müssen unter den Besuchern unserer Basis unsere zukünftigen Arbeiter auch finden. Das machen wir aber nachher, wenn es benötigt ist. Sehen hier oben schon, in welchen Bereichen die arbeiten. Die Bugs würden in der Kommunikationszentrale arbeiten. Lungert nur herum, was er gerade tut. Seine HP, seine Energie. Und können auch sehen, dass er in der Kommunikationszentrale eigentlich nur wild auf den Tasten rumtippst. Und er kann seinen Namen selbst rülpsen. Vorzüglich, Commander. Sie haben es geschafft, Ihr Eingabegerät zu betätigen. Wählen Sie nun bitte die Koje aus, um diese zu errichten. Commander, neben festen Räumen wie der Fazeladestation gibt es flexible Räume variabler Größe wie etwa die Koje. Ziehen Sie bei diesem Raum zunächst die Bodenfläche auf, die der Raum einnehmen soll. Beachten Sie dabei Mindest- und Maximalgrößen. Zur Entlastung Ihrer begrenzten Synapsen wird der Raum blau dargestellt, wenn er von den Maßen her passt. Sie können einen Raum variabler Größe selbst ausstatten, Commander. Im Baumenü werden Ihnen die verschiedenen Objekte angezeigt, die zur Verfügung stehen. Sogenannte Pflichtobjekte sind mit einem Stern markiert und müssen notwendigerweise in den Raum gebaut werden, damit dieser errichtet werden kann. Okay, Schlafkapseln sind schon mal bedeutend größer als früher. Bravo, Commander, mit der Tür wäre Ihre Koje nun theoretisch baubar. Beachten Sie, dass ein Raum oft auch die optionalen Objekte beinhalten sollte, um seine volle Funktion zu entfalten. Aliens können beispielsweise an den optionalen Objekten der Koje ihre grundlegenden Bedürfnisse wie Essen, Schlaf und weiteres befriedigen. Persönlich würde ich es für effizienter erachten, alle Kohlenstofflebewesen einfach in Nährtanks zu schließen und dort zu verwahren. Aber das scheint keine Option zu sein. Lass mich raten, mit R drehe ich ja. Und was man schon sieht, früher hat man dieses Hygieneding ja außerhalb Anlage gebaut. Dass diese Einführung Sie etwas überfordert. Die Wahrheit ist, bei RFS hat man kräftig Kosten und Mühen gescheut und deshalb nur diesen halbherzigen Einführungslehrgang für Sie zusammengestöpselt, der für eine leicht unterentwickelte Lebensform schnell erschlagend wirken kann. Dennoch möchte ich Sie noch einmal freundlich darauf hinweisen, eine Koje zu errichten, um die Bedürfnisse Ihrer Besucher zu befriedigen. Sei ganz cool. Ah, sehr schön. Man kann es auch sehr variabel inzwischen verziehen, so dass die Einrichtungsgegenstände wirklich mitgezogen werden. Auch die Tür kann ich noch ein bisschen bewegen. Dann kannst du mich wirklich auch essens... Früher war es ja so, du hast... Gegenstände gab für die Räume, die total nutzlos waren zusätzlich. Aber dass die jetzt Essen, Hygiene und das Trinken in die Schlafkoje mit integrieren, ist schon mal ganz gut. Und es gibt keinen Mindestabstand mehr zwischen Räumen. Lehnen Sie sich nun zurück und begutachten Sie. Es reicht wohl, dass die diesen kleinen Weg hier behalten. Commander, Sie machen das übrigens ganz hervorragend. Soll ich Ihre Ration an Nährschleim erhöhen? Oh, ich sehe, das wurde bereits gemacht. Und übrigens wurde im Chat gerade gesagt, dass wenn wir die Bauroboter, die Fuzzies, umbauen auf, beziehungsweise umsetzen. Na? Ach, scheiße. Wollte nicht aufsammeln. Auf Crate-Fuzzies bedeutet das, dass sie die Crate-Kisten transportieren. Er wird also ein reiner Transportbot. Commander, wie meine Sensoren erfassten, wurde ihr Nichtstun belohnt. Wenn Ihre Besucher Ihre Bedürfnisse auf der Station befriedigen, bekommen Sie dafür Prestige, eine von RFS ermittelte Pseudowährung, die Sie für neue Befugnisse wie beispielsweise neue Räume und andere Nützlichkeiten verwenden können. Schalten Sie über das Forschungsmenü die Kommunikationszentrale frei. So. Kommunikationszentrale, CPP-Punkte.
freischalten. Forschung gab es damals übrigens nicht in dem Sinne. Und anscheinend ist das die Warteschlange für den Raum. Sieht ja aus wie der Gamescom-Stand von Blizzard. Dies ist äußerst nützlich, um sie auf verschiedenste Ereignisse hinzuweisen, die sie zu ihrem Vorteil nutzen können. Errichten Sie nun bitte die Kommunikationszentrale. Ich denke mal, das Feuer über den Köpfen ist, dass sie sehr unzufrieden sind. Übrigens, Beta und deshalb können Fehler vorkommen, wie zum Beispiel, dass ich plötzlich nicht mehr mit ASWD mich bewegen kann. Atmosphäre, Overlayer, wie viel Sauerstoff verbraucht wird anstellen. Gab es ja früher auch nicht sowas. Ein Kampfmodus, das könnte ganz interessant werden. Hier oben haben wir über den Wahlshop, das war damals ein Händler, der zu uns gekommen ist und immer dubiosen Kram angeboten hat. Okay. So, bauen wir mal eben die Kommunikationsanlage. Das ist wieder ein festes Objekt. Drehen wir damals mit Maustaste halten. Warum da Lootbox stehen muss, weil es Lootbox-Lotterie ist. Für glücksspielempfängliche Aliens werden hier fündig. Natürlich dürfen Lootboxen... Ah, das Angebot ist schon weg. Commander, ich sehe, Sie zögern dabei, die Kommunikationszentrale zu errichten. Vielleicht sind Sie mit der komplexen Steuerung des Startopia-Basissimulators noch etwas überfordert? Bitte öffnen Sie das Baumenü und wählen Sie dann die Kommunikationszentrale aus. Brillant, Commander. Ihre Fähigkeit, einfachsten Befehlen in einem fast akzeptablen Zeitrahmen zu folgen, wird später sicher noch nützlich sein. Damit die Kommunikationszentrale funktionstüchtig ist, müssen Sie noch Bagratorianer anheuern. Sie können dies über die Detailansicht der entsprechenden Aliens vollziehen oder aber effizient über die Alien-Übersicht. Ach, guck mal, du kannst sie direkt über das Menü anheuern. Können Sie alle Besucher Ihrer Station im Überblick behalten, Commander. Da kann man die Fertigkeiten sehen und die Hingabe. Deren Bewertung vorgenommen und für sie in zwei konkrete Werte verarbeitet, Fähigkeit und Hingabe. Während Fähigkeit die Kompetenz eines Aliens beschreibt, wirkt sich Hingabe darauf aus, wie lange ein Alien seine Tätigkeit ausführt, ehe es wieder seinen Bedürfnissen nachgehen will. Commander, heuern Sie nun Bagratorianer an, damit die Kommunikationszentrale arbeiten kann. Exzellent, Commander. Sie haben Ihren ersten Bagratorianer über die Alien-Übersicht angeheuert. Besser mehr als einen. Dass Sie Aliens auch über deren Detailansicht anheuern können. Ach, die haben inzwischen sogar 4 Arbeitsplätze im Kommunikationszentral und nicht 3 wie früher. Gebäude müssen repariert werden. Commander, ein Bagratorianer hat seine Arbeit in der Kommunikationszentrale aufgenommen. Exzellent, Commander. Sie haben nun gelernt, die virtuelle Kamera zu bedienen, die Detailansicht von Objekten aufzurufen, Räume zu platzieren und Aliens anzuheuern. In vergangenen Zeiten war dieser Einführungskurs ausreichend, um eine Startopia-Basis zu leiten. Nach einer internen Bewertung der gestiegenen Zahl an Todesfällen wurde der Lehrgang aber mittlerweile erweitert. Im nächsten Lehrgang lernen Sie, Alien-Besucher bei Laune und am Leben zu halten. Oh, das war schon... Das war das erste Tutorial. Gut, das ging schnell. Gerade hat man übrigens schon gesehen, dass die Atmosphäre verbraucht war. Und die Leute nicht mehr atmen konnten. Willkommen im Einführungslehrgang Besucher auf Startopia, Command Air. In diesem Szenario befassen wir uns mit den primitiven Kohlenstofflebewesen, die ihre Startopia-Basis besuchen werden und deren belanglosen Bedürfnissen. Laut den galaktischen Statuten ist RFS dazu verpflichtet, sie darauf hinzuweisen, dass der Tod von Besuchern ihrer Station keinerlei positive Effekte nach sich zieht. Initiiere Begrüßungsprotokoll. Willkommen beim zweiten Teil des Einführungslehrgangs Grundlagen von Startopia, Command R. Commander, nach den Erfahrungen aus dem ersten Teil und der Evaluierung Ihres mäßigen Umgangs mit dem Startopia-Basissimulator habe ich mir erlaubt, Ihnen die notwendigsten Räume bereits vorzuplatzieren, um so die Zeit für diesen Lehrgang in zeitökonomisch vertretbare Rahmen zu lenken. Keine Sorge, mein Nachahmungssubprozessor hat Ihre Handlungen kopiert und die Räume so ineffizient platziert, wie Sie das getan hätten.
Die Grundlage aller Startopia-Basen sind die Alien-Besucher, die an Bord kommen. Neben dem offiziellen Grund, dass diese Stationen Orte der Begegnung sind, die für dauerhaften Frieden zwischen den Kohlenstofflebewesen sorgen sollen und so weiter, haben Besucher zudem einen ordentlichen Batzen an Energie bei sich, den sie nur zu gerne ausgeben. Allerdings wollen sie dafür auch unterhalten werden. Diese Station begeistert ihre Besucher im Moment noch nicht besonders. Um einen schnellen Überblick zu bekommen, können Sie sich über die Stationswertung informieren. Öffnen Sie zunächst die Stationswertung. Ich habe währenddessen herausgefunden, dass du mit Alt einblenden kannst, wer zu deiner Arbeitstruppe gehört. Exzellent, Commander. Dank der Stationswertung können Sie sehen, was Alienrassen insgesamt von ihrer Basis halten und dank Social Media anhand der Spitterkommentare ihrer Besucher bestimmen, was die Probleme auf Startopia sind. Oh, die haben einen Twitter-Feed. Im Moment scheint es beispielsweise ein Problem mit schlechter Luft zu geben. Um dieses zu beseitigen, habe ich einige Atmosphärefilter-Crates bei ihrem Energiekern materialisiert. Sich um die Atmosphäre kümmern gab es damals nicht, das ist auch neu. Eines einzelnen Aliens viele weitere Informationen einsehen. Errichten Sie nun bitte die Atmosphärefilter. Atmosphärefilter, säubert die Umgebungsluft. Commander, zur Verbesserung Ihrer mäßigen Erfolge habe ich mir erlaubt, in der virtuellen Kamera die Atmosphärenverteilung anzuzeigen. Ach, die da oben. Blaue Bereiche sind in Ordnung, während rote Bereiche nach Mutterang riechen, einem sich in Fäkalien suhlenden Lebewesen, das über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg an Diarrhoe und Flatulenzen leidet. Sie sollten die Atmosphärefilter vornehmlich in roten Bereichen platzieren. Es riecht halt nach Schulsport-Umkleide. Commander, das Bedürfnis eines Aliens nach guter Atmosphäre hat einen kritischen Wert erreicht. Nutzen Sie die Atmosphäreansicht, um kritische Bereiche zu erkennen und errichten Sie mehr Atmosphärefilter. Das mache ich doch gerade. Möge die Atmosphäre gereinigt werden. Ausgezeichnet, Commander. Mein Evaluierungsprozessor hat die Platzierung der Atmosphärefilter überprüft und ist zu einem Effizienzergebnis von 45,3% gekommen. Das ist mehr, als ich Ihnen zugetraut hätte. Wenden wir uns nun dem Fundeck zu. Moment, er sagt mir eigentlich, dass der Sauerstoff braucht, um zu arbeiten. Obwohl die Werte verbessern sich schon in der Umgebung. Langsam. So. Wer das alte kennt, es gibt unterschiedliche Decks, die man inzwischen wahrscheinlich hier über das Menü machen kann. Oder auch nicht. Commander, bislang haben wir uns auf das Subdeck beschränkt. Tatsächlich bestehen viele der Startopia-Basen aus mehreren Decks. Das Fun-Deck ist der Vergnügungsort für ihre Aliens und dort sitzt ihnen die Energie besonders locker. Vorsichtshalber habe ich auch hier bereits einige Räume für die Grundbedürfnisse vorplatziert. Das sieht aus wie ein Streichelzoo. Wieder über den Lift zurück in die Koje auf das Subdeck laufen müssen. Neben diesen Grundbedürfnissen sehnen sich Aliens aber später auch nach Unterhaltung. Um weitere Räume zu errichten, müssen wir jedoch zunächst das Fun-Deck erweitern. Öffnen Sie einen Shot auf dem Fun-Deck, um den Sektor dahinter einzunehmen. Karussell. Ach, da ist die Lootbox-Notarie. Da ist das, was wir vorhin bei Walhütten kaufen können. Aliens können sich Lootboxen holen und bekommen dann Hüte daraus. Und sie tragen den Hut sogar. Ja, sehr schön. EA wird neidisch. Black Hole Drop, Hydro Clean, Pro Master. Okay, es gibt doch noch einen externen Hydro Clean, wo die Aliens sich reinigen können drin. Porn-tiefe Reinigung, das war früher sowas wie Toilette. Darkheads Café. Kann man auch die Auslastung sehen. Arcade-Laden. Das müsste Kiosk sein. Oh, ach so, Schlafkapselhotel. Gibt's noch Kiosk? Commander, nee. Das Bedürfnis eines Aliens nach Trinken hat einen kritischen Wert erreicht. Sie sollten ihre Koje im Auge behalten und eventuell mehr Trinkmöglichkeiten auf Subdeck und Fundeck zur Verfügung stellen. Und du siehst aus wie eine andere Art von Atmosphärenfilter. Ach so, je nach Deck sehen die anders aus.
Shot öffnen. Und so erweitern wir die Basis. Ist eine Disco bereits fertig errichtet worden. Diese sorgt für Unterhaltung bei ihren Besuchern. Allerdings wird sie noch nicht mit Strom versorgt und ist deshalb nicht funktionstüchtig. Abseits des initialen Fundex-Sektors müssen die energiehungrigen Räume des Fundex mittels Energieverteilern an das Stromnetz angeschlossen werden. Außerdem arbeiten Celebrama in der Disco und unterhalten die Tanzenden mit feinster Musik. Disco früher musste man nur aufbauen. Ach, man bräuchte ein paar Asari für die Disco. Ach, da sehen wir auch mit dem Auge, wo wir gerade sind. Die Drehoptik ist genauso wie beim Klassiker, weil wir sind ja auf einer runden Station und deshalb haben wir unterschiedliche Ebenen und sind halt eigentlich in einer gewölbten Umgebung. Sie müssen nun lediglich noch Celebrama anheuern. Den Klassiker haben wir gestern gespielt. So, sehr gute Fähigkeiten. Sehr gut, Commander. Die Disco ist nun funktionstüchtig. Beachten Sie bitte, dass jeder Energieverteiler wortwörtlich Energie verteilt und somit konstant an Ihren Energiereserven zehrt. Es ist also nicht ratsam, Unmengen davon zu errichten. Exzellent, Commander. Sie haben nun gelernt, die Bedürfnisse Ihrer Besucher zu analysieren und das Fundeck zu benutzen. Ich bin stolz auf Sie. Sarkasmus, Coroutine wurde überlastet. Willkommen im Einführungslehrgang Biome auf Startopia, Command Air. In diesem Szenario befassen wir uns mit dem Biodeck auf Startopia, das, sofern verfügbar, nicht nur den Alien-Besuchern eine heimelige Atmosphäre vermittelt und deren Bedürfnis nach Natur befriedigt, sondern dessen Pflanzen auch für wichtige Ressourcen auf Startopia sorgen. Initiere Begrüßungsprotokoll. Ey, toll, ein paar Kisten. Willkommen beim Einführungslehrgang Biome auf Startopia, Command Air. Commander, Sie müssen wissen, dass Crates leider eine Maximalhaltbarkeit besitzen. Liegen diese zu lange nur herum, gehen sie kaputt und sind lediglich noch in Form gepresster Müll. Oh, Sie können Gott sagen, mehr als eine Kiste tragen. Um dies zu vermeiden, können Crates in einem Frachtraum eingelagert werden, wo sie in einer Temporalschleife davor geschützt sind, kaputt zu gehen. Um Ihnen die Peinlichkeit des Versagens zu ersparen, habe ich Ihnen sicherheitshalber bereits einen Frachtraum vorplatziert. Grundsätzlich kümmern sich Ihre Fuzzies selbstständig darum, Crates einzulagern. Sie können diese aber auch unterstützen und mittels des Materiespeichers Crates aufnehmen und in den Frachtraum beamen. Ach, und der Einladungsroboter ist nicht mehr so langsam wie früher. Den Nährschleim in sich hineinschlürfen, wie sie es bisher getan haben. Für RFS macht das bedauerlicherweise keinen Unterschied. Command R, beginnen Sie mit der Ausführung. Commander, Sie können auch mehrere Objekte gleichzeitig aufnehmen. Probieren Sie es einfach mal aus. Um ein Objekt aus dem Materiespeicher abzusetzen, markieren Sie bitte das Objekt im Materiespeicher und nutzen Sie Ihr Eingabe. Famos, Commander, Sie haben diese simple Aufgabe tatsächlich gemeistert. Crates erhalten Sie auf unterschiedlichen Wegen, im Zuge dieses Lehrgangs werden wir uns aber auf das Biodeck konzentrieren. Wechseln Sie nun bitte auf das Biodeck. Auch eine Änderung zu früher. Früher konntest du wirklich in den einzelnen Slot das Crate direkt holen. Jetzt ist es so, dass es ja hier in die Vorlagerung reingeht und da muss trotzdem die Maschine das einlagern. Können wir den immer noch gezielt hier rausholen? Das geht noch. Und was übrigens auch eigentlich in der ersten Tutorial-Mission hätte auffallen müssen, es gibt kein Zugangsportal mehr, was du selbst bauen musst, sondern du hast einen Shuttle-Bereich, worüber die Außerirdischen reinkommen. So, dann schauen wir uns mal das Biodeck an. Willkommen auf dem Biodeck, Commander. Hier gibt es verschiedene Biome, in denen verschiedenste Pflanzen wachsen. Ist eine Pflanze vollständig ausgewachsen, kann sie über ihre Detailansicht geerntet werden. Bei diesem Erntevorgang werden die Pflanzen durch Molekulartransmutation in Ressourcen umgewandelt und sofort in Crates verpackt. Übrigens produzieren Sektoren auf dem Biodeck auch noch Sauerstoff-Crates, die für Atmosphärefilter benutzt werden. Diese Produktion korreliert mit der Anzahl an Pflanzen in diesem Sektor. Uranus-Falle. Hihi. Warst du schon auf Uranus?
Upsala. Das war nicht meine Aufgabe. Ich sollte 5 Pflanzen ernten und nicht einfach einsammeln. Das könnte vielleicht etwas umständlich sein, jedes Mal auf eine Pflanze zu klicken und dann Pflanzen ernten zu machen. Commander, ich gebe zu. Gute Arbeit, Commander. Manuelles Ernten der Pflanzen kann mühsam sein. Glücklicherweise können Sie Dryaden anwerben, die ausgewachsene Pflanzen abernten und auch neue Pflanzen anbauen. Danke. Ich rate Ihnen dringend, davon Gebrauch zu machen. Rechte Maustaste zum Schnellernten. Ne, rechte Maustaste ist, was passiert denn, wenn ich links ganz lange halte? Komisch. So, Dryade. Ihr seid alle gleich gut. Commander, gratuliere, Commander. Sie haben erfolgreich Dryaden angeheuert. Zwar mussten sie bereits in den vorangegangenen Lehrgängen Events anstellen, aber nach der Evaluierung... Links halten für mehrfach sammeln. ...war es nicht auszuschließen, dass sie die relevanten Schritte bereits wieder vergessen. Da sammeln die direkt alle Crates auf, die gerade hier rumliegen. Oder auch den Müll. Dies ist logischerweise nur auf dem Biodeck möglich. Ah, das ist die Terraforming-Ansicht. Wie schon erwähnt, können Sie das Biodeck nach eigenem Gutdünken terraformen und unterschiedliche Biome anlegen. Jedes Biom hat seine eigenen Pflanzen, die unterschiedliche Ressourcen beim Abernten ergeben. Außerdem kommen Alien-Besucher auf das Biodeck, um dort ihr Bedürfnis nach Natur zu stillen. Dies können Sie in dem Biom tun, das Ihrer Heimatwelt entspricht, oder aber durch Wasserflächen, die alle Aliens gut finden. Übrigens können Sie die Terraforming-Übersicht nutzen, um Ihren Dryaden anzugeben, in welchen Biomen Sie Pflanzen anbauen und ernten sollen. Terraformen Sie nun einen Teil des Biodecks. Exzellent, Commander. Sie haben nun gelernt, Crates einzulagern und das Biodeck zu terraformen. Damit ergibt sich für Sie nun eine Wahrscheinlichkeit von 54,6%, dass Sie in einem richtigen Testszenario länger als 5 Minuten bestehen. Gratulation. Exzellent. Das waren die Tutorials. Und 2 Missionen sollten in der Beta drin sein. Willkommen in Ihrem ersten Testszenario, Command R. Ich bin sehr gespannt, wie Sie damit zurechtkommen werden. Diese Simulation umfasst eine Startopia-Basis, die den Müllplaneten Sarka umkreist. Eine, ich zitiere aus der universalen Datenbank, widerwärtige Kloake, die ihr verdientes Ende in einem schwarzen Loch finden sollte. Das Ziel dieses Szenarios ist es, Energie durch Recycling von Müll zu gewinnen. Es sind nur wenige Basisgebäude verfügbar, ebenso ist der Platz begrenzt. Sie werden hauptsächlich, oder genauer, ausschließlich, mit Telga und Bugs in Berührung kommen. Bugs. Rechnen Sie damit, dass die Besucher besonders viel Müll herumliegen lassen werden. Ich glaube, weitere Einzelheiten erübrigen sich. Es ist den Angaben des Szenarios zufolge unmöglich, zu versagen. Allerdings möchte ich hinzufügen, dass mich Kohlenstofflebensformen in dieser Hinsicht immer wieder überrascht haben. Nun denn, Commander, legen Sie los. Wie eine alte gononische Volksweisheit sagt, jeder ist seines eigenen Glückes Wuschquanteng. Eine alte Handwerkskunst, bei der Ziegel aus den eigenen Exkrementen geformt werden. Wir sollen unter 15 Minuten schaffen. Das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Willkommen, Commander. Ich bin zuversichtlich, dass selbst eine kohlenstoffbasierte Lebensform, wie sie mit den sehr übersichtlichen Parametern dieses Szenarios klarkommen wird. Letztlich geht es nur darum, Müll zu sammeln. Ach, ist das wundervoll, um den Müll einzusammeln. Ein wichtiger Fuzzy hat dieses Szenario zuvor in weniger als 20 Minuten gelöst. Ich gehe also davon aus, dass Sie es innerhalb von einigen Stunden auch absolvieren können. Evaluierung des Testsubjekts gestartet. Command R, beginnen Sie mit der Ausführung. Ah, da sind die Zugangsgänge.
Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ich sehe, Sie haben es geschafft, eine Kommunikationszentrale zu errichten. Ich meine, Sie haben einen simplen Bauauftrag für Ihre Fuzzies erstellt und diese haben die Arbeit erledigt. Sarkasmus-Sprachmodul nicht gefunden. Bravo. Commander, anscheinend ist es Ihren stark eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten entgangen, aber Aliens wollen zumeist ihre grundlegenden Bedürfnisse in einer Koje befriedigen. Eine Koje, die sie bislang noch nicht errichtet haben. Doch nicht immer so aggressiv zu mir. Ich weiß, dass der Türplatz schon belegt ist. Achso, es passt noch. Ich bin so nett und gebe euch ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum. Und wenn es so wie früher ist, kann ich den Müll einfach in die Müllanlage transportieren. Commander, Ihre Recycling Station blitzt und funkelt. Das liegt vor allem daran, dass sie noch nicht in Betrieb ist, weil sie noch keine Träger angeheuert haben. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Koje, Commander. In allen bisherigen Testszenarien, in den festgelegten Standardprozeduren sowie im Handbuch Sternenbasis für Unterbelichtete wird diese eigentlich als absoluter Basisraum als allererstes errichtet. Ich sehe schon, Konventionen, Traditionen oder auch gesunder Menschenverstand sind nicht so Ihr Ding. Ich werde das vorsichtshalber in Ihrer Personalakte so vermerken. Commander, ich möchte Ihnen zum 50. Besucher Ihrer simulierten Station gratulieren. Wäre dies kein Testszenario? Commander, ich bewundere mein Gott. Die Kommunikationszentrale, die Sie haben. Sie ist überfordert. Allerdings wird diese ohne dort arbeitende Bagratorianer nicht genutzt werden. Insofern rate ich Ihnen dringend, eben diese Alien-Spezies einzustellen. Hä? Undichte Besucher? Entschuldige, aber Simulation hat ein Problem mit dem Alien-Spezies gibt, wenn Sie das kurz einmal anschauen könnten. Blasenschwache Boktorianer. Müll zu erzeugen. Auslaufende Telgor. Alle 6 Sekunden eine 50% Chance, Müll zu erzeugen. Hygienebedürfnisse wird durch diese Müllerzeugung befriedigt. Eine interessante Wahl. Commander, wie ich sehe, haben Sie noch keinen Mülleimer errichten lassen. Ich habe Ihnen extra welche zur Verfügung gestellt, denn ohne diese können Sie dieses Szenario nicht abschließen. Wie viele Arbeitsplätze gibt's? 4. Ach du Scheiße. Commander, Sie haben eben erfolgreich einen ersten Müllbotter errichten lassen. Ein Ding, das man versucht mit Sachen zu befüllen, das allerdings viel zu schnell seinen maximalen Füllstand erreicht hat. Moment, sprechen wir gerade über Ihre Ausbildung? Verzeihung, mein Routine-Smalltalk-Subprozessor scheint festzustecken. Routine-Smalltalk-Subprozessor wird neu gestartet. Schaltet Fuzzy automatisch die Modi um? Anscheinend ja. Auf jeden Fall sammeln sie Müll. Commander, ein paar Fanatiker der Terrororganisation Trashbees haben Müllbomben auf ihrer Station platziert. Wenn diese explodieren sollten, werden sie Schaden anrichten und Müll in der Gegend verteilen. Seien Sie aber versichert, dass mir nichts passieren kann. Initiere Bombensubprotokoll Alpha. Commander, vermutlich gibt es auch eine clevere Lösung, mit diesen Müllbomben umzugehen.
Bitte versuchen Sie, die graue Substanz in Ihrem Kopf in Schwung zu bringen. Evaluierung der grauen Substanz abgeschlossen. Ergebnis unterdurchschnittlich. Bedenklich hoher Anteil an Hirnschleim wurde vermerkt. Gut, ich sehe schon, das wird nichts ohne explizite Anweisungen. Commander, Sie können diese Müllbombe auch recyceln. Ja, darauf wären Sie vermutlich nie gekommen, das sehe ich auch so. Nee, wäre ich auch nicht. Ach du Scheiße, die sind alle total... Was ist das eigentlich? Ach du Kacke, ey. Die müllen ja wirklich alles zu. Exzellente Arbeit, Commander. Sie haben die erforderliche Energiemenge erreicht. Zwar mit der Koje und nicht mit der Recycling Station, aber immerhin etwas. Ich hoffe, dass Sie realisieren, dass dies natürlich nicht das Testszenario beendet. Es war nur ein netter Hinweis, um Ihre zweifelhafte Kompetenz zu untermalen. Warum seid ihr so viele? Upsala, Entschuldigung, Hund. Events kann man auch auslaufen lassen, wenn die Boni mir nicht zusagen. Keine Luftverschmutzung mehr. Recycle eine Chance von 25%, dass beim Recycle keine Energie erzeugt wird. Eine interessante Wahl, Commander. Sie läuft zwar entgegengesetzt zu ihrem eigentlichen Ziel, aber... Nun ja, ich werde es einfach mal so notieren. Die Atmosphäre-Anzeige zeigt mir einfach, dass überall scheiß Atmosphäre ist. Atmosphärefilter, alle 6 können eine Schlange von 10% 5 Einheiten an Müll zu produzieren. Sie mit ihrer Energie oder ihrem Prestige in meinem Experimentallabor, von meinem Benennungsalgorithmus auch Wallshop genannt, äußerst interessante Dinge kaufen können. Sie sollten auf alle Fälle einmal einen Blick darauf werfen. Du flackerst mir. Commander, angeblich haben Müllfanatiker eine Bombe auf ihrer Station platziert. Interessant, nicht wahr? Das Spiel will mich einfach nur stressen. Commander, Müllfanatiker haben erfolgreich eine Müllbombe auf ihrer Station gezündet. Vielleicht sollten sie diese beim nächsten Mal einsammeln und entsorgen, anstatt ihr beim Explodieren zuzusehen. Hör, ich dachte, ich hab die. Warum habe ich jetzt gerade diesen Müllrecycler eingesetzt? Weniger als die Hälfte ihrer Besucher ist mit der Station zufrieden, Commander. Was ist das hier? Motivationsdetonator. Damit kann ich die Motivation der Leute in der Umgebung erhöhen. Das waren zwei Fuzzies. Ich fühle mich etwas überfordert.
Okay, ihr habt eigentlich alle mehr das Bedürfnis nach Hygiene als nach Schlafen. Mein Fehler. Ausgezeichnete Wahl, Commander. Mal sehen, wie Sie mit diesen neuen Parametern umgehen werden. Nein, ich will nicht abreißen, ich wollte aufbauen. Aber schön, dass du das ganze Ding nochmal editieren kannst. Commander, angeblich haben Müllfanatiker eine Bombe auf ihrer Station platziert. Interessant, nicht wahr? Commander, Sie haben bereits die Hälfte der benötigten Müllbomben recycelt. Machen Sie weiter so, mein Evaluierungsprozessor hat Sie durch diese Leistung schon auf minderwertig hochgestuft. Dankeschön, sehr aufdringlich. Commander, Sie haben jetzt 2/3 der erforderlichen Energie erreicht. Commander, eine weitere Müllbombe ist auf Ihrer Station explodiert. Ich habe da geguckt, ob noch welche da sind. Ja, doof gelaufen. Weshalb seid ihr angepisst? Weil angeblich keine Atmosphäre verfügbar. Die brauche ich theoretisch für die Atmosphäre-Dinger. Ich weiß übrigens nicht, warum das Flackern erstellt. Es gibt ja keine Grafikeinstellungen in der Beta. Wir haben diese Leute, die atmen wollen. Voll ätzend. Alter Schwede, ey. Ich kriege auch die Sachen gerade hier nicht hingesetzt, so wie ich will. Aber dem ist was anderes. Verzieht euch alle. Commander, angeblich haben Müllfanatiker eine Bombe auf ihrer Station platziert. Interessant, nicht wahr? Oh, da sehen wir übrigens, wie das immer voller wird an der Seite. Der recycelten Müllbomben erfolgreich abgeschlossen. Ich denke, dafür haben sie sich eine Belohnung verdient. Spüren Sie das? Sie spüren gerade einen leichten Mix aus Endorphinen und Cortisol, was etwa dem Gefühl eines feuchten Händedrucks entsprechen dürfte. Danke. Sehr aufdringlich. Ich denke mal, die Müllanlage macht die Atmosphäre hier vorne so kaputt. Bei RFS
wird das sehr genau protokolliert und es gibt einen Kuchen aus Algen, garniert mit Meerschleim. Insofern waren diese Explosionen auch kein Feuerwerk zu ihren Ehren, sondern eine Müllbombe, die explodiert ist. Anscheinend gibt es einfach viel zu viele Aliens, die auf dieselbe Station wollen. Auf einmal. Wenn die unzufrieden sind, lassen die sich auch nicht anheuern. Das läuft noch nicht so rund. Gerade eben hat ein Angestellter gekündigt. Nein! Wieso? Aus unerklärlichen Gründen hatte der hier das Ding nicht fertig gebaut. Jedenfalls die Außenwände. Ist halt Beta. Jetzt waschen sich alle in einem Blueprint. Kommt ja auch keiner arbeiten. Geben Sie acht, Commander. Müllfanatiker haben Bomben auf die Station geworfen. Commander, bereits 200 Besucher haben die simulierte Station betreten. Ich bin erstaunt, dass weiterhin neue eintreffen. Dieses Szenario war nie dafür gedacht, so lange zu laufen. Oh, ich kann die Müllbombe nicht wieder einsammeln. Ich habe einen Punkt gefunden, wo ich Sachen hinlegen kann und ich kann sie nie wieder aufheben. Jetzt. Commander, langsam glaube ich, dass Sie diese Müllbomben absichtlich explodieren lassen. Erfreuen Sie sich daran? Macht Sie das glücklich? Eventuelle psychische Störung entdeckt. Elektroschocktherapie wird in Personalakte vermerkt. Gratuliere, Commander. Sie haben erfolgreich das Ziel erreicht und die benötigte Energiemenge erwirtschaftet. Manch einer hat an ihrem Erfolg gezweifelt, während andere eingeworfen haben, dass man in diesem Testszenario gar nicht scheitern kann. Ich bin irritiert. Ich habe erwidert, wenn man in diesem Szenario scheitern kann, dann werden sie einen Weg dafür finden. Nichtsdestotrotz haben sie dieses Szenario erfolgreich abgeschlossen. Gratulation, Command R. Ich habe einige Fehler gefunden, glaube ich. Blueprints, die nicht abgeschlossen werden, irgendwie viel zu viele Besucher. Warum kommen so viele Besucher? Teilweise kannst du Sachen nicht an den richtigen Stellen ablegen, aber es ist, wie gesagt, es ist eine Beta. Erster Tag, natürlich werden viele Leute Feedback geben. Und die ganze Zeit bleicht die KI ein. Es ist wie eine echte Arbeitsstelle. Command R, ich möchte Sie zum erfolgreichen Bezwingen des ersten Testszenarios beglückwünschen. Nur ein kleingeistiger Subprozessor würde anmerken, dass es in der vorangegangenen Mission keine Niederlageoption gab. Wenden wir uns nun dem zweiten Testszenario zu. Diese simulierte Startopia Station befindet sich in der Umlaufbahn von Jupilberry 3. Zu Jupilberry 3 ist folgendes in der intergalaktischen Datenbank vermerkt, ein fruchtbarer Dschungelplanet, dessen Bewohner oft in Kriege verwickelt sind, weil die andere Seite des Planeten immer noch ein bisschen grüner zu sein scheint.
Commander, in diesem Testszenario geht es darum, das Biodeck auf Startopia adäquat zu formen, um Ressourcen abzünden und diese teilweise in Fabriken auch weiterverarbeiten zu lassen. Zudem sind in dieser Gegend diverse Krankheiten geläufig. Sie sollten also über eine veritable Krankenstation verfügen. Nun denn, Commander, legen Sie los und zeigen Sie, was in Ihnen steckt. Laut meinem Scanner übrigens 60% Wasserstoff, 25% Sauerstoff, 10% Kohlenstoff und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Hätte man noch hinzufügen können. Und übrigens, Sie haben noch 8 Tage zu leben. So, Fabrik, Frachtraum. Die Grey und die Dryaden kommen damit in diese Mission rein. Ihre Begrüßungsprotokoll. Willkommen im zweiten Testszenario, Command R. Wie schon eingangs erwähnt, haben Sie hier nun Zugriff auf das Biodeck, um Pflanzen anzubauen und Ihren Besuchern eine heimelige Atmosphäre zu erschaffen. Rechnen Sie in diesem Szenario auch vermehrt mit kranken Aliens an Bord, deren Nichtbehandlung in einem... Das ist auch angelehnt an die zweite Mission von damals. Command R, beginnen Sie mit der Ausführung. Da musstest du für die Grey auch, sag ich mal, eine Heilmission machen. Und da durften auch keine Patienten sterben. Also Besucher, du musstest 100 heilen, das haben sie ein bisschen verändert hier. Commander, nicht, dass ich an Ihren geistigen Fähigkeiten zweifeln würde, aber vorsichtshalber möchte ich Sie auf die äußerst banale Logik hinweisen, dass mehr angestellte Dryaden schneller dafür sorgen würden, dass Sie die benötigten Ressourcen zusammenbekommen, da diese neue Pflanzen ansehen und ausgewachsene Pflanzen abernten. Stress mich nicht direkt. Commander, Ihre Station ist derart mit Müll bedeckt, dass sich nun schon Ungeziefer ausbreitet und für Krankheiten sorgen kann. Zynische Verwalter würden nun abwägen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Entscheidung. Ich bin seit 5 Sekunden im Spiel, ey. Ah, ich kann auch selbst einen Lift bauen. Commander, Sie haben erfolgreich einen Frachtraum installiert. Ihre treuen Fuzzies können nun Materialien dort einlagern. Ich beglückwünsche Sie herzlich zur Bewältigung dieser banalen Aufgabe. Chapeau! Wir wissen ja ganz genau, was passieren wird. Commander, durch das Anstellen einer Dryade wird Ihr Biodeck nun gepflegt und produziert Rohstoffe. Ah, da haben wir übrigens gesehen, dass der Fuzzy automatisch die Art gewechselt hat. Trotzdem war ich nicht sicher, ob Sie dies erkennen würden. Mein Evaluierungsprozess scheint etwas zu pessimistisch zu sein, was Sie betrifft. Lukrative Lehre. Energie für jeden leeren Raum oder jeden vollen Raum. Also das ist ja jetzt zur Zeit, ist das eine lukrativ, später ist es aber nicht mehr lukrativ. Ich lasse es auslaufen. Hallo Biodeck. Commander, diese angeheuerten Dryaden werden die Dauer dieses Szenarios hoffentlich auf ein akzeptables Niveau reduzieren. Ich denke, wir können das als gute Arbeit vermerken. Anmerkung, gute Arbeit wurde verworfen. Gute Wahl, Commander. Es verwundert mich nicht, dass Sie der Lehre den Vorzug geben, vermute ich doch Ähnliches über den Inhalt Ihres Kopfes. Nein, mach das wieder weg. Ich wollte einen Müllraum woanders hinsetzen, da. Verbessertes Biodeck. Pflanzenwachstum plus 100%. Infektionschance von 5% pro Minute auf Biodeck. Nun,
Nun, dann werde ich eher krank. Eine extra große Ladung feinster Pestizide auf dem Biodeck verteilen, Commander. Die Besucher werden es kaum merken und die Pflanzen werden sprießen und gedeihen wie nie zuvor. Commander, ein Alien hat sich an Ungeziefer angesteckt. Ich frage mich, ob dies aufgrund ihrer Inkompetenz oder ihrer fragwürdigen Moral passiert ist. Bestimmt beides. Erstmal die Krankenstation eben bauen. So, Diagnoseeinheit, die war früher eckig. Ach, so sehen kranke Aliens aus. Ach, sie haben eine Gehirnschnecke. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Hier, Fry, setz doch mal diesen Hut auf. Ich weiß nicht. Commander, die Krankenstation wurde erfolgreich errichtet. Damit können Sie sich nun um die kleineren Problemchen Ihrer Besucher kümmern, wie Ausschlag oder baldiges Ableben. Kohlenstoffbasierte Lebewesen sind ziemlich empfindlich. Früher haben die Grey gearbeitet in den Krankenstationen. Gucken wir mal, ob das immer noch so ist. Ja. Grey. Commander, Sie haben erfolgreich mehrere Pflanzen geerntet. Offensichtlich haben die zahlreichen Ausbildungsjahre bei Ihnen Wirkung gezeigt, dass Sie schon solch eine triviale Aufgabe erledigen können. Recyclingstation am besten ganz auf die andere Seite, weil ich ja jetzt gelernt habe, dass sie die Atmosphäre schon ganz schön fickt. Wahrscheinlich genauso wie die Fabrik. Eine neue Passagierschleuse. UV-Granate, destilliertes Sonnenlicht. Commander, ich bin fasziniert. Sorgt für starken Pflanzenwachstum. Ich persönlich halte diese für eine absolute Verschwendung. Sauerstoffbasierte Lebensformen sind so unflexibel. Commander, einer ihrer Besucher hat aus Versehen eine Crate mit Garbage vergessen, die zwar als Delikatesse gilt, aber gleichzeitig hoch ansteckende Krankheitserreger in sich trägt und bei Nichtbearbeitung zu spontaner Explosion neigt. Wenn Sie eine Virenexplosion an Bord verhindern wollen, dann sollten Sie das Objekt entfernen. Zynische Commander könnten dies allerdings auch ausnutzen. Könnte. Ah, setzen die Greys da wirklich hin und scannen die Leute. Was noch ein bisschen laut ist. Auf jeden Fall scheint das mit den mit der Hygiene und mit dem Schlafen diesmal besser zu laufen. Alternative Atmosphärefilter. Halluzinogener Nebel. Anstieg von Wut bei Aliens wird halbiert. Atmosphärefilter haben alle 6 Sekunden eine Chance von 5%, sich zu deaktivieren. Vollatmosphäre-Power. Atmosphärefilter Aliens im Wirkungsbereich haben alle 6 Sekunden eine Chance von 5%, krank zu werden. Verstanden, Commander. Ich werde die Energieversorgung der Atmosphärenfilter optimieren und ihre Leistungskraft verstärken. Diese kohlenstoffbasierten Lebewesen sorgen aber auch allzu schnell für schlechte Luft. Ach, da sitzt die Sauerstoffkiste oben drauf. Ja, die Stimme war früher angenehmer, menschlicher.
Achso, ich muss Talgor noch einstellen. Talgor. Für die Recyclinganlage. Sechs Stück können ja maximal da arbeiten. Was? 80% zufrieden? Oh mein Gott, der Mülleimer läuft ja sich automatisch entleeren. Dass sie bereits ein Drittel der geforderten Aliens erfolgreich behandelt haben. Ich gehe davon aus, dass sie sich jetzt fast schon kompetent vorkommen. Diagnosen dauern dreimal so lange. Dankbare Patienten. Gesamte Energie wiederherstellen. Nach einer Diagnose wird der Fähigkeitswert eines Arztes für 6 Sekunden halbiert. Mein Gott. Commander, die meisten Besucher sind mit ihrem Aufenthalt sehr zufrieden. Das sind ja schreckliche Sachen. Mal eben gucken, wie groß die Fabrik ist. Da muss ich einen neuen Bereich aufmachen. Eine verwirrende Wahl, Commander. Ich hatte mir mehr Finesse von Ihnen gewünscht. Nicht erhofft, aber gewünscht. Wir haben gestern noch gespielt. Achso. Ja, die Stimme hört sich ein bisschen an wie GLaDOS bei Portal, das ist schon richtig. Aber nicht mehr so wie früher die Stimme sich angehört hat. Aber nur die wenigsten werden sich an früher erinnern. Früher war alles besser. Doch, Scootser gibt's. Wie heißen die an? Sie heißen jetzt Fuzzies. Fuzzy Botter. Die sind zwischen Transport-, Reinigungs- und Bau-Fuzzies zu unterscheiden. Sie können sich umschalten in ihrer KI. Sie haben bereits die Hälfte der zu heilenden Aliens kuriert. Eine akzeptable Leistung, wenn man die Zeit ignoriert, die sie dafür gebraucht haben. Commander, Sie haben es geschafft, eine Fabrik zu errichten. Bemerkenswert, wenn ich Ihre bisherigen Leistungen in Betracht ziehe. Achso, das ist Module für die unterschiedlichen Dinger und da kannst du sehen, was du dafür brauchen würdest, um das zu produzieren. Fehlen übrigens noch ein paar Icons auch. Hoffentlich kannst du den noch Raketenantrieb erforschen. Also es gibt eine Forschung. Mit einer schweren Form der Erkältung ist auf der Station angekommen. Sie sollten sich darum kümmern, dass dieser Besucher schnell behandelt wird, da die Krankheit höchst ansteckend ist. Verhindern Sie auf jeden Fall, dass Ihre Besucher zu Schaden kommen. Es ist übrigens anscheinend so, oder? Warum wartet ihr vor der Tür und geht nicht auf die Warteplätze? Anscheinend geht es einen Warteplatz für eine Diagnose für einen Med. Bisschen merkwürdig. Schaltkreise. Gute Launebombe. Duftwäldchen. Sushi. Da, Schaltkreise. Werden aus Mineralien hergestellt. Und anscheinend ist die Fabrik vollautomatisch und braucht gar keine Angestellten mehr wie früher. Commander, eine unbeaufsichtigte Crate mit Garbage droht zu explodieren.
Sie sollten wissen, dass Sie prominenten Besuch bekommen haben. Danke, Sir Nexus, für Stufe 1 Abo. Und diskrete Behandlung in der Krankenstation. Ich finde, da. Nimm das Garbage Crate. Ich habe das Gefühl, es wird langsam ein bisschen voll. Commander, soeben ist eine Crate mit Garbage explodiert und hat potenziell Garbage in seiner Umgebung infiziert. Ich hab's sogar noch gesehen. Beurteilung, ob ich dies als Inkompetenz oder moralisch fragwürdig von Ihnen beurteilen soll. Inkompetenz und moralische Fragwürdigkeit in Personalakte vermerkt. So inkompetent bin ich gar nicht. Maschine. So, halt alle Aliens im Wirkungsbereich. Antibiotika-Bombe. Hat ja gut nicht funktioniert. Sie warten irgendwie immer noch davor. Schwein. Wie ungeziefer was herumläuft, das sind andere Aliens. Gesundheit minus Likes 11, Sauberkeit minus 33 Likes. Es ist den Leuten zu dreckig. Oder meinen sie Sauberkeit in Form von Hygiene? Ein Angestellter hat seinen Job gekündigt. Eine Dryade hat gekündigt wegen Krankheit. Commander, Sie haben erfolgreich Ungeziefer eliminiert. Dadurch können Sie eine größere Ausbreitung der Krankheiten vermeiden. Okay, es gibt doch Schaben. Geben Sie Acht, Command R. Wir haben soeben einen VIP auf Startopia empfangen, um medizinische Versorgung zu leisten. Also, was? Was? Es kann mich nicht... Also, ich habe alle Arbeiter für die Zentrale links. Und der Raum ist aktiv.
Commander, eine Crate mit Garbage wird bald explodieren. Danke, World of, für dein Prime-Abo. Fabrik. Fabrik benötigt Materialkosten werden halbiert. Bei Feststellen einer Ware wird eine Chance von 5%, dass die Fabrik eine Störung erleidet. Wie Sie wünschen, Commander. Ich hoffe, Sie haben sich das gut überlegt. Habe ich. Und du hast mich nicht daran erinnert, dass eine Bombe gelegt wurde. Mehr als die Hälfte der Besucher mag Startopia. Das ist doch immerhin ein Anfang. Commander, eine Crate mit Garbage ist explodiert und hat Viren freigesetzt. Zwei Müllbomben. Verdammt. Tja, müssen wir jetzt mit leben. Ach, die haben das immer noch mit den Sonnensegelanpassungen, dass du Solarenergie abfangen kannst. Wenn es denn soweit ist. Ich glaube, theoretisch kann ich einfach aufs Biodeck gehen und Pflanzen selbst einsammeln. So, den Sauerstoff und so brauche ich gerade nicht. Blasenbaum. Der gibt Fasern. Der auch. Wo kamen die Mineralien her? Ah, vom Wabbelpilz. Und der Uranusfalle. Theoretisch. Ja, weiter in radioaktiven Bereich. Das Abernten von Pflanzen im Biom Polar ist erlaubt. Ach so, hier kannst du angeben, in welchen Biomen Pflanzen abgeerntet werden dürfen oder angepflanzt werden dürfen. Commander, ein geben Sie Acht, Command R. Wir haben soeben einen VIP auf Startopia empfangen, um medizinische Versorgung zu leisten. Blasenbaum dahin. Das Wasser sieht übrigens noch nicht so dolle aus. Obwohl, ich glaube, es kann sich, glaube ich, nicht entscheiden, ob es gefroren ist oder flüssig. Ich glaube, meine Dryaden sind alle zu faul zum Arbeiten. Commander, eine Crate mit Garbage wird bald explodieren und zahlreiche Aliens infizieren. Wundervoll, hat gut funktioniert.
Ah, bist du 2 Sekunden mal nicht auf der Station. Eigentlich können wir jetzt einfach beschleunigen, dass die Schaltkreise fertig werden. Commander, ein Angestellter hat seinen Job gekündigt. Wegen der Atmosphäre, das ist ja noch schlimmer. Commander, durch eine Garbage-Explosion ähnelt der Hygienestand der Station nun dem der RFS-Kantine. Genau die, in der sie sich vorhin einen Nutri-Donut mit Algenflips geholt haben. Ja, schön. Oh, wie einfach alle Krankenstationen total überlaufen. Einer ihrer Angestellten hat gekündigt. Ja, freier Händler, schieß mich tot. 8000 Ungeziefer. Ich glaube, ich habe eine Ungeziefer-Explosion. Was wollt ihr alle denn? Atmosphäre zum Beispiel. Ach, so ein Unsinn. Wer braucht schon Atmen? Ich versuche mir aus der Mission mal schnell zu retten. Falscher, das ist der Mülldetonator. Geben Sie Acht, Command R. Wir haben soeben einen VIP auf Startopia empfangen, um medizinische Versorgung zu leisten. Hi, Ta. Achso, mit Shift kann man eine Schnellaktion machen, zum Beispiel Kisten sofort aktivieren. Noch eine weitere Schlafkammer rein. Atmosphäre, Sauberkeit. Es fehlt hier an Duschen. Müffin ist Alien. Kann ich nicht bestätigen. Ja, mehr Duschen als Omega 3. Commander, eine Crate mit Garbage wird bald explodieren.
Nur bei uns können sie vom Käfer begrüßt werden, schon beim Eingang. Verstehe nicht, warum ärgern sich über Atmosphäre? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Commander, bestenfalls die Hälfte der Besucher findet ihre Arbeit angemessen. Gerade eben hat ein Angestellter gekündigt. Möge die Überarbeitung mich nicht fertig machen. So, verdorbene Waren da rein. Ja, noch mehr Nahrungsmittel. Und mein Lager ist voll. Ein Angestellter hat seinen Job gekündigt. Einer ihrer Angestellten hat gekündigt. Ja, weil ihr alle sofort wieder mit Krankheit infiziert werdet. Ich sammle meinen ganzen Müll ein. Commander, ein Angestellter hat seinen Job gekündigt. Die verdorbenen Waren, meine Fuzzies haben alle viel zu viel zu tun. Aber man kann auch einfach linke Maustaste gedrückt halten. Dann knallt man alles rein. Wir haben soeben einen VIP auf Startopia empfangen, um medizinische Versorgung zu leisten. Die dämlichen kranken Aliens. Obwohl ich sehe ein bisschen weniger Flammen als vorher. Ja, das Lager ist voll. Commander, Sie haben es tatsächlich geschafft, Ihren VIP-Besucher heilen zu lassen. Ich habe keine Ahnung, warum. Natürlich haben Sie überhaupt nichts gemacht. Bestenfalls waren es Ihre Angestellten, Gray, aber immerhin. Okay, mit Reske kann ich die einfach wegklicken. Frachtraum ist voll, weil wir 8 Millionen Fasern haben. Und ein paar Medikamente für die Krankenstation. Ich habe das Gefühl, dass sie sich für die Räume nicht ordentlich verteilen. Also die Wohnstation wird bedeutend stärker belastet als die untere. Commander, eine Crate mit Garbage wird bald explodieren.
Mein Gott. Die sind aber auch schwer zu sehen. Warum arbeiten hier nur zwei? Wahrscheinlich haben alle anderen gekündigt. Nee, wir haben noch 8 Dryaden und 10 Grey immer noch. Und langsam geht die Zufriedenheit wieder hoch. Juhu! Bin ich am Ende. Das wäre total geil. Weil lass uns doch einfach noch eine Schleuse bauen, dann kommen noch mehr Besucher. Jetzt, wo es gerade entspannt wird, kann man das ja mal machen. Commander, ein Angestellter hat seinen Job gekündigt. Geh mal hier rüber. Dann ziehen wir die Krankenstation ein Stück hoch. Können wir noch einen Tick vergrößern. Commander, ein prominenter Besucher, der sich behandeln lassen möchte, hat Startopia betreten. Dann haben wir 3 Behandlungsstühle. Meine Fabrik macht gar nichts. Meine Fabrik wartet darauf, dass eines Tages Mineralien existieren, damit das die, das letzte Mineralien-Ding produzieren kann. Dafür müssen die Wabbelpilze hier oben fertig werden. Ein VIP-Besucher wurde erfolgreich geheilt, Commander. Obwohl, da kommen... Ach doch, es sind Mineralien. Jetzt sollte die Fabrik eigentlich das letzte Mineralien-Ding bauen. Schaltkreise. Glückwünsche sind angebracht, Commander. Sie haben sich auch in diesem Testszenario einigermaßen wacker geschlagen. Chapeau, ich werde Ihre mittelmäßigen Taten sofort im Mahnmal der Schande vermerken. So nenne ich Ihre Personalakte, Commander. Das müssen Sie nicht verstehen, es ist ein amüsantes Datenpaket, das zwischen meinem Sarkasmus-Prozessor und meiner Evaluierungsroutine hin und her geht. Was für ein interner Stress. Ich finde auch, dass die Zeit eigentlich für die Entscheidungen relativ kurz bemessen ist. Du kannst das teilweise in der Zeit gar nicht lesen. Das erzeugt einfach viel zu viel Stress. Man müsste es eigentlich kurz pausieren können, damit du halt irgendwie in der Lage bist, mal eben kurz wirklich zu entscheiden. Das waren jetzt übrigens die beiden Kampagnenmissionen, die schon drin sind. Ach so. Es gewinnt der Commander, der als erstes eine gewisse Menge an Energie erwirtschaftet hat. Und das sollte jetzt frei sein.
versuchen wir einfach mal diesen halbwegs irgendwie Sandbox. Wir müssen 1,25 Millionen Energie erwirtschaften. Das dauert ein bisschen. Ich mache jetzt aber direkt Think Big. Obwohl, dieser Reinigungsdinger kann mich in die Mitte setzen. Kann ja später noch erweitern. Aber entsteht wenigstens schon mal die Raumgröße. Theoretisch kann nämlich die einzelnen Gebäude bzw. Räume auch noch upgraden. Pro Stufe 10 Bonusenergie für jedes positives Rating durch die Koje. Haltbarkeitsverlust reduzieren. Ab Stufe 5 alle Kohlengimmicks befriedigen ihre Bedürfnisse 25% mehr. Wollt ihr Fun? Haben keinen Fun. Wir können eine Pflanze des Biodecks hier einpflanzen, um frische Luft und einen Hauch von Natur direkt zu den Aliens zu bringen. Alter! Ich habe Geist gemacht und habe schon Ungeziefer. Oh, nett. Ah, ich krieg durch die Benutzung der Einrichtung auch diese Prestigepunkte und dann kann ich Sachen freischalten. Ah, und für die Vertiefung brauche ich ein aktives Forschungslabor. Und das gibt's wahrscheinlich noch gar nicht. Na, mal gucken. Bauen wir erstmal die Kommunikationsanlage. Es gibt von dem Spiel eine Fortsetzung, die aber nicht als Fortsetzung gilt, sondern ein bisschen Remake-like ist, aber doch, es ist kein Remake in dem Sinne, weil viele Veränderungen gemacht wurden. Also es wurden einige Veränderungen gemacht, die eigentlich sagen, okay, ich bin kein Remake, ich bin eine Fortsetzung. Deshalb heißt das auch anders im Titel und auch das Spiel, was hier markiert ist, heißt anders. So. Komm mal her, ihr drei. Weil die Kommunikationszentrale drin arbeitet. Und ihr mögt alle nicht, wie es gerade aussieht hier.
Dann werd doch mal einfach hier ein Putzfuzzy. Weil war das mein Fehler vorhin. Ich hätte ein paar einfach auf Putzfuzzys umstellen können, obwohl sie können den Müll nirgendwo hinbringen. Weil wir noch gar nicht die Recyclinganlage haben. Dafür brauchen wir die Telgor. Nimmt das Ungeziefer. Ja, Ungeziefer kommt, wenn du zu viel Müll rumliegen hast. Das mit dem Biopod finde ich eigentlich gar keine schlechte Idee. Dass du Pflanzen hier unten einpflanzen kannst und die produzieren halt Atmosphäre und Sauerstoff. Ein bisschen. Warum kann ich dich nicht freischalten? Achso, betreibe eine Fabrik, Ressourcen sammeln und einlagern 15. Ist auch aktuell nur eine Beta hier. Also, ich kann es gerne nochmal anmerken. Es dauert noch ein bisschen, es hat halt noch Fehler. Hatten wir ja auch schon teilweise. Dass die Pflanzen auch die Bedürfnisse ein bisschen verbessern. Also jede Spezies mag ein gewisses Biom. Dass sie nicht aufs Biodeck müssen, sondern einfach hier unten dann eine Pflanze angucken oder sowas. So könnte ich mir das vorstellen, ob es wirklich so ist. Baut mein Atmosphärefilter. Commander, die meisten Besucher sind mit ihrem Aufenthalt sehr zufrieden. Wie findest du bis jetzt? Es braucht auf jeden Fall ein bisschen Balancing noch. Die Missionen sind ein bisschen aus dem Ruder geraten jedes Mal. Obwohl man sie trotzdem geschafft hat, aber das Stresslevel ist sehr hoch.
Das erste Mal, ich sehe, dass er einen befördern kann. Das wurde in den Missionen auch nicht großartig angespielt. Beziehungsweise, es waren meistens gar keine XP-Leisten für die unterschiedlichen Leute vorhanden. Dum 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 dum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die, die keinen Anhörungsbutton haben, die gehören schon zu meiner Arbeiterschaft. Die sechs Triaden. So, die haben ein bisschen die Sauberkeit kritisiert. Töten wir das Ungeziefer, was hier rumrennt. Und da ist schon einer krank. Ah, damit ich die Krankenstation direkt auf Maximalgröße machen kann, muss ich ja nicht sofort alles nutzen. Habe ich ja den nächsten Bereich schon aufgemacht. Oh, es gibt vielleicht manchmal Aliens, die können gar nicht XP dazu gewinnen. Wie unser Freund hier. Oder Fähigkeit und Hingabe 2 sind schon das Maximum für die. Primär das Ziel des Spiels ist der Aufbau einer Station. Vor allem sind wir gerade im Sandbox-Modus, Pi mal Daumen Sandbox, Gefechtsmodus nennt sich das. Wir müssen halt nur Energie erwirtschaften. Das habe ich jetzt nur gemacht, weil wir hier uns mal frei bewegen können und nicht irgendeine Grundmission haben. Ich hätte eigentlich gehofft, dass man hier rüber das Deck auch wechseln kann. Du. Mögt ihr Fun? Yeah! Mehr Fun! Gleich eine Cleaningstation neben der Krankenstation. Was? Moment, baue gleich eine Cleaningstation neben der Krankenstation. Du meinst. Es gibt keine Cleaningstation in dem Sinne. Es gibt Recyclingstationen. Und die läuft ja hier unten rechts. Damit ihr nicht so viel die Luft verpestet in der Nähe. Ach so, du meinst für Müll.
Was für da medizinischen Ressourcen? Achso, den Energieverteiler brauche ich nur, wenn ich im Pfannendeck einen weiteren Bereich aufmache. Da die Fuzzies auch Müll in die Müllcontainer reinschmeißen, macht das sogar Sinn, mehrere zu errichten, die an unterschiedlichen Orten rumstehen. So, bauen wir das Ganze noch ein bisschen auf. Weil die Station hier schon ziemlich ausgelastet war. Ich habe nämlich schon gesehen, wie sie langsam aber sicher vorne eine Schlange gebildet haben. Wen braucht der denn hier als Arbeiter? Eine Celebrama arbeitet hier. Für das Fertigkeiten Level 2 ja auch schon das Maximum. Obwohl es damals war 3. Weil diese ganzen verdorbenen Waren loswerden. Konnten wir eigentlich schon den... Ja, den Frachtraum können wir schon bauen. Auf dem Fundeck kannst du einen Müllsammler gebrauchen. Hier geht alle krank zur Arbeit. Warum auch immer. Ist ja nicht so, dass wir nicht eine Krankenstation haben. Beziehungsweise, dass wir eine Krankenstation haben. Ich habe da bestimmt inzwischen genau. Lager das alles mal ein, dann haben wir da die... Ja. Und dann kannst du mal den ganzen Kram hier einlagern. Akkufarm.
Fabrik. Erlaubt es Ihnen, mehr Energie zu speichern? Ach, da ist dann der Bereich hier. So, das Ding werden wir gleich auf jeden Fall noch brauchen. Aber insgesamt seid ihr ja alle recht gut drauf. Medpad-Stationen sind auch mit Energie, also beziehungsweise mit medizinischen Gütern voll. Ermöglicht den Bau von Droiden in der Fabrik. Und es gibt einen Fuzzy MK3 und einen MK2, wenn später mal Forschungssachen drin sind. Aber schade, das sind schon alle Forschungen. Kannst in dem aktuellen Gefechtsmodus leider noch nicht mehr bauen. Ich kann natürlich schon ein paar Sachen sehen. Weil es gab ja schon das eine oder andere Gebäude in den Trainingsmissionen. Wie das Schlafkapselhotel, Weltraumpilotensimulator, Wahltherapie. Da kann man natürlich schon ein bisschen in die Produktion sehen, wo es hingeht. Das Star Hotel gab es damals auch. Das war eins der Anfangsgebäude im Fun-Bereich. Refreshment Center. Hochwertige Wascheinrichtung. Koje. Warum auch immer es die dreimal gibt. Ach so, es sind unterschiedliche Versionen der Koje. Also auf jeden Fall kostet es weniger. Ein Schaltkreis 3 Plastik, ein Schaltkreis 2 Plastik. Das ist das Forschungslabor, was leider noch nicht geht. Raumhafen. Kennen wir auch noch von früher mit dem Andocken von Händlern. Fasern kriege ich von Pflanzen, die ich abernte. Dann könnte ich sogar eigene Roboter produzieren. Theoretisch schon. Ein Sternenbeben. Und schade, dass mich im freien Spiel die KI nicht die ganze Zeit anschreit. Was nicht ist, kann ja noch kommen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Ende des Jahres, wenn es rauskommt. Aber das wäre theoretisch jetzt gerade der Inhalt der Beta. Und wir haben 2 Stunden gebraucht, um eigentlich alles zu sehen. Okay, die Pflanze bringt Medikamente. Was sie hier vielleicht später noch einfügen, ist, dass du im Biom sehen kannst, wenigstens welche Pflanzen hier rauskommen. Ah ne, steht da schon. Satte grüne Wiese, es fehlt dir eigentlich nur noch glückliche Kühe. Die ansässigen Pflanzen sorgen für Nahrungsmittel. Faserpflanzen, Nahrungsmittel, Medikamente.
bin zwar nicht sicher, warum man alles anheben sollte. Also entweder sagst du wirklich Million oder Moin und ich habe eine Beta-Version. Das sieht ganz so aus. Ich bin eigentlich so bemüht und trotzdem kriege ich Ungeziefer. Ich glaube, ihr leuchtet, weil ihr ein Level-Up haben wollt. Ja. Das mache ich lieber über das Menü. Und 2-2 scheint aktuell wirklich das Höchstlevel zu sein. Ja, an der Stelle erstmal YouTube-Ende. Wir werden es weiter verfolgen. Aus Interesse an dem früheren Teil und bis jetzt funktionieren einige Sachen schon ganz gut. Es geht halt genau in die Nische, wie es damals war. Eine doofe KI, die ich in Mission immer nervt. Für 17.000 Energie würden sie hier aufräumen. Nein, wir werden weiter im Müll leben. Und leider noch nicht so viele Gebäude drin, aber es wird ja alles mit der Zeit jetzt kommen. Die werden jetzt wahrscheinlich die ganzen Elemente zusammenfügen. Die Beta wird ja auch erweitert. Jedenfalls wurde mir gesagt, die wird erweitert über Zeit. Dann haben wir erstmal einen schönen Preview-Beta-Stream gehabt. In dem Sinne, bis bald dann wieder bei Startopia. Space. Genau andersrum müsste ich das sagen.